Kanzlerin ist beim Unternehmertag des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel und Dienstleistungen eingetroffen. Ihre Rede aus Berlin. Ich sehe Herrn Hofreiter, aber es werden sicherlich noch mehr da sein. Es freut mich, alle 2 Jahre wieder zu Ihrem Unternehmertag zu kommen. Und das erst recht natürlich in Ihrem Jubiläumsjahr. Ach, ich habe Frau Dött, jetzt muss ich mal hier erstmal andere. Also alle Kollegen aus dem Deutschen Bundestag und herzlich begrüßt. Das heißt hier, die flirtet nur noch mit den Grünen, das kommt auch nicht gut an. Und das noch bei der BGA, da ist ja gleich mal alles. Also, lassen Sie uns mal zurückkommen, dass 100 Jahre ist es her, dass in Berlin die Gründung der ersten Vorgängerorganisation des BGA mit dem Zentralverband des deutschen Großhandels erfolgte. Vor 70 Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde zunächst der Wirtschaftsverband des Groß- und Außenhandels für die britische und wenige Tage später auch für die amerikanische Zone ins Leben gerufen. Und in der schwierigen Nachkriegszeit war gewiss kaum daran zu denken, dass sich Deutschland zu so einer starken Exportnation entwickeln könnte. Aber die sogenannten Wirtschaftswunderjahre nach der richtigen Entscheidung für das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, das ja zu einem Gesellschaftsmodell geworden ist, haben das möglich gemacht. Und das Wachstum im Groß- und Außenhandel und der zunehmende Stellenwert auch von Dienstleistungen hat die Interessenvertretung, die der BGA ja vornimmt, dann auch mehr als gerechtfertigt und der Verband hat an Bedeutung gewonnen. Und auch die Rede von Herrn Börner eben wieder hat gezeigt, es mögen sich die Herausforderungen über die Jahre verändert haben, aber das Bekenntnis zu Weltoffenheit und damit auch das Bekenntnis der deutschen Unternehmer zur Weltoffenheit hat sich nicht verändert. Und immer wieder berühren auch heute die Fragen, die Sie bewegen, die uns in der politischen Landschaft bewegen, die Frage, wie weltoffen wollen wir sein? Offen für Handel mit Ländern weltweit, offen für eine engere Zusammenarbeit innerhalb Europas, die Schaffung und Vollendung des Binnenmarkts, jetzt ganz besonders im Bereich der Digitalisierung, auch des digitalen Binnenmarkts. Und wie offen wollen wir sein, nicht nur für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland, sondern auch, und das bewegt uns ja in den letzten Monaten, offen für schutzsuchende Menschen, die auch einen Schutzgrund haben und wie können wir sie integrieren. Das heißt, in der aktuellen Diskussion, das kann man mit Fug und Recht sagen, nehmen die Fragen unserer Beziehung in die Welt hinein einen breiten, breiten Raum ein und werden auch von den Menschen in Deutschland, nicht nur von den Unternehmen, sondern auch von den Bürgerinnen und Bürgern als eine große Herausforderung wahrgenommen. Und sie sind Gegenstand auch großer gesellschaftlicher Diskussion. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Angesichts von Kriegen und Konflikten, nicht irgendwo auf der Welt, sondern mit Syrien zum Beispiel, unmittelbar vor unserer Haustür, mit der Ukraine und dem Konflikt mit Russland, sehr nah an den oder unmittelbar an den europäischen Außengrenzen. Angesichts manch beunruhigender Entwicklung auf unserem Nachbarkontinent Afrika, wenn wir uns die Gegebenheiten dort ansehen, dann wartet viel Arbeit auf uns und auch auf die afrikanischen Länder selbst. Und ich kann Sie alle nur ermutigen, auch die Weltoffenheit Richtung dieses Kontinents vermehrt auszurichten, denn die Bevölkerung wird sich in den nächsten 35 Jahren verdoppeln. Und es ist der Nachbarkontinent Europas. Und wir fragen uns, was tut sich auf den internationalen Finanzmärkten? Wir spüren auch angesichts der Politik der Notenbanken, dass die Weltwirtschaft hier noch nicht so im Lot ist, wie wir uns das gerne wünschen. Und mit Sicherheit wird Geldpolitik alleine die strukturellen Probleme der Weltwirtschaft nicht auflösen können. Und was bedeutet für die Europäische Union der Austritt Großbritanniens? Der erste Schritt, der nicht zu mehr Integration führt, sondern zu weniger Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Also Herausforderungen, wohin man schaut. Und deshalb ist es mit Sicherheit auch falsch, einfach zu warten, was nun weiter passiert, sondern wir müssen versuchen, unsere Interessen mit gleichgesonnenen Partnern
sehr gut durchzusetzen. Und ich stimme Herrn Börner ausdrücklich zu. Die allermeisten Herausforderungen sind supranationale Herausforderungen. Und deshalb brauchen wir auch gerade die Europäische Union als gemeinsamen Akteur in den großen Fragen auch der Entwicklung der Welt. Nun haben wir eigentlich doch sehr viel Grund für Zuversicht. Wir sind im Augenblick in einer wirtschaftlich guten Verfassung. Der Wachstumskurs ist solide. Im Außenhandel gibt es positive Entwicklungen. Der private Konsum, das war ja etwas, was man uns jahrelang vorgeworfen hat, ist Träger auch des Wachstums sehr stark und bleibt Wachstumsmotor. Und daraus ergibt sich eine sehr gute Arbeitsmarktlage. Die Erwerbstätigkeit mit 43,7 Millionen ist auf Rekordhoch, genauso wie die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 31 Millionen Menschen. Und die Arbeitslosigkeit ist auf dem tiefsten Stand seit 25 Jahren. Wenngleich ich hier immer wieder hinzufügen muss, wir geben um die 40 Milliarden aus für Hartz-IV-Leistungen. Und allein der Gedanke, dass man die Hälfte davon für Innovation und Investitionen ausgeben könnte, ist alle Mühe wert, insbesondere den jüngeren Langzeitarbeitslosen Zukunftsmöglichkeiten zu eröffnen. Denn diese Debatte auf der einen Seite Fachkräftemangel, auf der anderen Seite so viele Langzeitarbeitslose kann uns nicht zufriedenstellen. Die gute Arbeitsmarktbilanz, das ist auch Ihr Grund, sich zu freuen. Sie tragen dazu erheblich bei. Sie schaffen und bieten 2 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz. Sie bilden 60.000 junge Menschen aus und geben ihnen damit eine gute berufliche Perspektive. Und auch auf den internationalen Märkten können wir unsere Erfolgsgeschichte fortschreiben, wenngleich man da auch gut hinschauen muss. Wir sehen, dass wir zum Beispiel bei den großen Infrastrukturinvestitionen nicht mehr so gut abschneiden, wie das vor Jahren der Fall war. Deshalb haben wir heute im Kabinett auch noch mal darüber gesprochen, welche Verbesserungen der Investitionsangebote wir machen können gegenüber anderen Mitbietern. Und da zeigt sich immer wieder, dass ein gewisses Zusammenspiel von staatlichen und privatwirtschaftlichen Angeboten heutzutage auf der Welt sehr üblich ist. Und da tut sich Deutschland manchmal schwer. Und deshalb haben wir uns in unserer Exportstrategie auch heute damit intensiv im Kabinett beschäftigt. Wir wissen, dass Sie als Unternehmen in Ihrem Verband Globalisierung immer als Chance gesehen haben und offene Märkte als das, was es zu nutzen gilt. Und wenn wir mal zurückblicken, so zeigen ja die abgeschlossenen Freihandelsabkommen, das letzte war mit Südkorea, das 2011 in Kraft trat, dass die Bilanz eigentlich immer positiv war. Es gab vorher immer große Diskussionen. Ich erinnere mich noch an die Automobilindustrie im Zusammenhang mit dem südkoreanischen Abkommen. Aber letztlich hat sich bewährt, dass wir hier doch deutlich gewinnen konnten. Die deutschen Exporte nach Südkorea lagen um über 50% über den Exporten, die wir vor dem Inkrafttreten des Abkommens hatten. Und mit diesen Exporten sind natürlich auch immer Arbeitsplätze verbunden. Und deshalb möchte ich Herrn Börner und seinen Mitstreitern ganz herzlich danken, dass sie sich immer für diese Weltoffenheit eingesetzt haben und auch heute wieder einsetzen. Nun haben wir das CETA-Abkommen. Und die Diskussion über die Verhandlungen zu dem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP. Und die Diskussion ist schwieriger geworden. Warum ist sie noch schwieriger geworden, als sie vorher es schon war? Weil es nicht nur um Zollfragen geht, die man den Freihandelsleuten sozusagen immer als Kompetenz zugetraut hat, sondern weil wir etwas gemacht haben, was eigentlich im ureigensten Sinne der sozialen Marktwirtschaft ist. Wir haben nämlich gesagt, es geht nicht nur um Zölle, es geht auch nicht nur um die klassischen nicht-tarifären Handelshemmnisse wie technische Zulassungsstandards,
sondern wenn wir mit unserem Modell zu wirtschaften auch wirklich vorankommen wollen und Standards in der Welt setzen wollen, ich kann da nur das wiederholen, was Herr Börner gesagt hat, dann gehören dazu natürlich auch soziale Standards, Verbraucherstandards, Umweltstandards. Ich habe schon als Umweltministerin mich damals sehr viel mit WTO-Fragen beschäftigt. Zusammen mit den Landwirtschaftspolitikern haben wir immer gesagt, wir brauchen ähnliche Umweltstandards, nicht nur Zollfreiheit, um faire Produktionsbedingungen zu haben. Und ich habe dann sogar als Umweltministerin es geschafft, einen Beamten zur WTO im Namen der Bundesregierung zu bringen, der sich auch dort gerade mit den Umweltfragen beschäftigt haben. Und heute passiert eigentlich etwas, was damals sehr schwer bei der WTO durchzusetzen war, dass in den bilateralen Handelsabkommen solche Standards mit eine Rolle spielen. Und interessanterweise ist damit die Furcht vor solchen Abkommen gestiegen, anstatt dass sie gesunken ist. Denn man muss sich ja mal überlegen, wenn die zwei größten Binnenmärkte, die EU und die Vereinigten Staaten von Amerika oder jetzt auch mit Kanada ja schon mehr in Reichweite, solche Standards setzen, wie schwer es dann für andere Handelspartner ist, unter diese Standards wieder zurückzufallen. Und deshalb, glaube ich, ist es aller Mühe wert, in großer Ruhe deutlich zu machen, CETA hat Maßstäbe gesetzt, die in keinem anderen Freihandelsabkommen jemals erreicht wurden. Und auch bei TTIP, wo wir die Verhandlungen ja noch führen und wie ich finde, sie so weit wie möglich führen sollten, auch bei TTIP ist es so, dass wir viel mehr Standards jetzt in der Diskussion haben und niemals unter die Standards der Europäischen Union zurückfallen, die wir heute uns schon gesetzt haben und wie wir jetzt an den Auseinandersetzungen mit einigen Unternehmen, zum Beispiel VW, ja auch sehen, ist es ja nicht so, dass die Umweltstandards in den Vereinigten Staaten von Amerika nun vernachlässigbar werden. Wir denken ja immer, Europa hat, es sind die Einzigen, die auf der Welt irgendwelche Standards haben. Und deshalb, glaube ich, könnten wir Globalisierungsgeschichte schreiben, wenn wir das vernünftig weiterführen. Und deshalb werbe ich genauso wie Sie um die Offenheit. Ich hoffe, dass wir bei CETA den Durchbruch geschafft haben. Und ich plädiere auch dafür, TTIP weiter zu verhandeln. Jeder, der mal eine Tarifverhandlung geführt hat, jeder, der mal eine Klimaverhandlung geführt hat, der weiß, dass das Schwierigste nicht am Anfang einer Verhandlung gelöst wird, sondern das Schwierigste am Ende einer Verhandlung gelöst wird. Und deshalb kommt es zum Schluss auf das Gesamtergebnis an. Im Übrigen möchte ich uns auch daran erinnern, wir haben eine heiße Diskussion in Deutschland. Wir haben eine intensive Diskussion auch in Luxemburg, in Österreich, zum Teil auch in Frankreich. Aber es ist nicht so, als alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichermaßen skeptisch zu diesen Abkommen sind. Wir glauben ja manchmal, dass Deutschland sozusagen an dieser Stelle das einzig Relevante ist. Europa besteht aus mehr Ländern und viele, viele haben eine sehr positive Einstellung auch dazu. Meine Damen und Herren, wir werden während unserer G20-Präsidentschaft im nächsten Jahr Themen der Gestaltung des globalen Rahmens auch auf unsere Tagesordnung setzen. Hier geht es einerseits um Öffnung von Märkten, hier geht es um internationale Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards, wenn wir einmal das große Thema der Lieferketten uns anschauen. Und wir haben einiges beim G7-Gipfel in Elmau im vergangenen Jahr vorbereitet. Und das werden wir in die G20 dann auch einbringen. Meine Damen und Herren, wenn wir uns die wichtigsten Exportländer ansehen, die für Deutschland von Bedeutung sind, dann sind das die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich und an dritter Stelle Großbritannien. Insofern ist also die Frage des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union auch eine Frage für und an unsere Wirtschaft. Und deshalb ist klar, wir müssen jetzt darauf warten und die britische Premierministerin Theresa May hat das jetzt ja noch mal spezifiziert, bis Großbritannien den Antrag auf Austritt aus der Europäischen Union nach Artikel 50 stellen wird. Und dann werden wir verhandeln und wir führen auch keine Vorverhandlungen, sondern wir sagen nur ganz allgemein, der volle Zugang zum Binnenmarkt ist auch gekoppelt und untrennbar verbunden mit der Akzeptanz der vier Grundfreiheiten und dazu gehört auch die Freizügigkeit der Personen. Das ist deshalb so wichtig,
Und ich bitte auch in Ihrem Kreis, weil ich ja weiß, dass Sektor für Sektor natürlich nun geguckt wird, welchen Schaden haben wir aus einem eventuellen nicht vollen Zugang Großbritanniens. Und die Briten haben wieder andere Interessen durch ihre Finanzindustrie als wir mit unserem produzierenden Gewerbe. Deshalb bitte ich um Ihre Unterstützung für diesen Grundsatz. Voller Zugang zum Binnenmarkt nur mit der Reziprozität der vier Grundfreiheiten, weil ansonsten für die gesamte Europäische Union eine systemische Infragestellung wäre. Wenn man einmal einem Land eine Ausnahme gestattet, dann können Sie sich vorstellen, wenn alle Länder mit allen Ländern sozusagen die Freizügigkeit konditionieren, dann führt das zu einer extrem schwierigen Situation. Deshalb nun nutzt es trotzdem nichts, drum rumzureden. Der Austritt Großbritanniens ist ein schwieriger Einschnitt für die Europäische Union. Und deshalb haben wir 27 Staats- und Regierungschefs uns, als wir uns jetzt in Bratislava auch getroffen haben, sehr genau überlegt, worauf konzentrieren wir uns jetzt. Und ich glaube, dass zwei Dinge jetzt erst einmal wichtig sind. Nicht so wichtig sind jetzt große Vertragsänderungen, Visionen und so weiter. Sondern nach meiner Auffassung sind zwei Dinge wichtig. Das eine, dass wir in manchen Entscheidungen schneller werden müssen. Wenn ich mir angucke, das Tempo der Digitalisierung, die Veränderung der Unternehmensstruktur, die Veränderung der Anwendungsmöglichkeiten und die Geschwindigkeit europäischer Rechtsetzung klaffen meilenweit auseinander. Und wir müssen in den Entscheidungen schneller werden. Südkorea rollt schon das 5G-Netz aus. Wenn wir das in Europa mit all den Vorteilen des digitalen Binnenmarktes machen wollen, dann brauchen wir schnell Übereinkommen über bestimmte Frequenzbereiche. Dann müssen wir diese Frequenzbereiche auch realisieren. Denn wenn wir an jeder Landesgrenze, jedes Mitgliedstaates wieder erst mal drei Funklöcher haben, und wir haben sie ja nicht nur an den Landesgrenzen, sondern wir haben ja noch weiten anderen Teilen, dann ist natürlich von autonomem Fahren bis zur Telemedizin aus ländlichen Regionen bis zu den wirklich sicheren Anwendungen für produzierende Unternehmen im Rahmen von Industrie 4.0 kann nicht die Rede sein. Und deshalb ist eine verlässliche Infrastruktur das A und O auch eines Vorteils Europa. Wir müssen wissen, wie wir mit Daten umgehen. Wir haben jetzt die Datenschutzgrundverordnung, Gott sei Dank in Europa. Aber wir wissen auch, diese Datenschutzgrundverordnung enthält ziemlich viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Die gilt es jetzt vernünftig zu füllen, damit wirklich ein sogenanntes Level Playing Field auch entsteht, damit Applikationen und Anwendungen auch gemacht werden können. Wir brauchen für die Plattformwirtschaft gleiche Investitions- und Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen. Und unsere Anbieter sind sehr oft auch die Infrastrukturanbieter, genauso wie für die großen amerikanischen Anbieter. Soweit, meine Damen und Herren, die Kanzlerin beim Bundesverband Groß- und Außenhandel und Dienstleistungen e.V.,